Hallo Sterbliche und herzlich willkommen zu grausig gemeinsam durchgelitten Dark Souls 2. Hallo Grauton, wie geht es dir heute? Schlecht. Ich bin Warum? nach 2 Minuten von einer Klippe gesprungen. Aber das müsstest du doch langsam kennen. Ja, aber trotzdem dachte ich würde jetzt wunderbar aufholen. Aber Ach, nein. nein. So, wir sind in dieser Skeletthöhle. Wir haben ja letztens in der letzten Folge festgestellt, es gibt mega viele Wege, wo wir lang gehen können. Ich habe mich erstmal dazu entschieden, jetzt hier in die Skeletthöhle zu gehen, zu gucken, was hier noch ist. Ach, kann das sein, dass das hier einfach unten ist, was wir gerade eben von der anderen Ja, Seite gesehen haben? möglich. Guck mal hier. Ja, komm hier. Och, macht aber der Stadtkorb macht echt gut Schaden, also. Ich hab Angst, dass das Ding einbricht. Au! Wo kommt der? Ah ja, stimmt, wir sind jetzt da, wo du hättest von runterspringen können. Ja. Da sind wir jetzt. Hier hinten noch irgendwas? Aha. Noch ein Weg. Ach, sind wir jetzt auf der anderen. Ach, jetzt sind wir auch Hä? wieder da, wo man zu der Festung hochgehen könnte. Wenn du jetzt links ab. Ja. Hey, Kumpel. Also das haben wir relativ am Anfang schon mal erlebt. Das scheint eine gängige Entspannungsmethode Ja, in Dragonlake zu sein. das ist interessant. Den Kopf in die Wand stecken und. Baumeln. Guck mal, das ist Sport, was der macht. Vielleicht hockt auch eine unsichtbare Frau vor ihm, man weiß das ja nicht. Aber vor allem, wie es mal wieder anfängt. Hey, auf! Nee, der lässt sich da Der lässt sich nicht spüren. nicht verirren. Nee, das ist der Weg, den ich gerade eben von der Seite hier lang gegangen bin. Hä, aber da war doch gar keine Brücke drin. So. Oh, da wir sind dezent, aber du hast die auch Ach, ich bin schon. hier hochgelaufen. Deswegen, und hier geht's unten noch weiter. Ah. Deswegen. Das ist ja alles Ach, guck mal, da ist interessant. noch ein Gegenstand. Dann gehe ich immer bis dahin. Hörst du auf? Böse. So, schlag einmal zu. Ja, schön gemacht. Okay, das heißt, wir brauchen die Magic Weapon nicht unbedingt aus der Skeletthöhle, Wow. weil sie stehen auch so wieder auf. Nee, wie gesagt, ich glaube, es Naja, hat. durch den Totenbeschwörer, Na, aber wenn ja. der Totenbeschwörer nicht da ist, dann bleiben sie ja liegen. Naja, aber dann, wie gesagt, dann ist es Ja, dasselbe. ich will den da. Dann ist es dasselbe wie bei Dings, bei Dark Souls. Also dann können wir den auch mit unserer stärksten Waffe vermöbeln. Wie Skelette meinst du? Naja, die Skelette und den Totenbeschwörer, weil wenn sie sowieso wieder aufstehen, solange er da ist. Nein, nein, verstehe Sie. Ich glaube, wenn man sie jetzt nicht mit einer Divine Weapon totkloppen würde und der Totenschwörer auch schon weg wäre, würden sie wie. Ist der gerade runtergekommen? Glaube schon. Nee, Nein. doch nicht. Nee, glaube ich nicht. Naja, müssen wir Müssen wir ausprobieren. ausprobieren, mal. Weil falls du nämlich bei So. deiner Divine Weapon oder Magic, es ist ja nicht Divine, bleiben möchtest, dann würde ich jetzt hier draußen bei den normalen Gegnern Untoten Kerkerschlüssel. Das ist der Schlüssel für das für Bonefire. wahrscheinlich. Dann würde ich jetzt nämlich zum Falchion schalten, solange keine Skelette. Ja. Dann schaue ich nochmal Ey, ganz wie kurz. schnell diese Waffen kaputt gehen, das ist unnormal. Ja, vor allem, das sind Streitkolben, also. Die sollte vielleicht doch ein bisschen mehr aushalten. Theoretisch. Was? Oh. Oh nee! Oh nee! Ach nicht! Bist du in den Offline-Modus Ich gegangen? bin in Offline-Modus gegangen. Okay. Wir sind nicht im Online, ne? Das ist Ich jetzt. hab übrigens. Siehst du? Ach du Ja. Scheiße! Ach du Scheiße! Auf. Kämpfe. Ja, ich will da nur schneller rein. Ich glaube, da ist besser. Da kann ich nicht runterfallen. Ich So. spiele ja übrigens mit meinem Mage, spiele ich ja übrigens online. Gnadenloser. Ach super! Ja! Ach, guck mal, das ist hier die Livehand Skype aus Dark Souls, die man aus Priscilla Seele basteln kann. Okay. Ah, du Arsch. Ja, das spiele ich übrigens online. Habe jetzt mittlerweile 2,5 Stunden gespielt und Okay. wurde nicht einmal invaded. Das ist doch gut. Naja, weiß ich nicht. Ich spiele es ja eigentlich Ha. online, um das Online-Erlebnis zu haben. Und ich bin ja auch bei den blauen Wächtern da, Ja. damit ich dir dann berichten kann, was passiert, wenn man den Typ da, wenn der einen als blauen Wächter akzeptiert. Ja. Ich wurde auch noch nicht einmal gerufen, um jemand zu helfen bei einer Invasion. Also Hey. irgendwie, aber die Symbole und so sind da. Also ich bin nicht offline, ohne es zu merken. Das ist ganz merkwürdig. Das ist Ich wirklich denke mir irgendwie merkwürdig. so, das müssten ja eigentlich genug Leute spielen im Moment noch, Ja. dass das funktioniert. Wer weiß, wo die großen Invader-Punkte Ja. sind. Wo geht's denn rein? Da ist ein Da ist ein Fackelgate. Pocket. Okay. Und da ist ein Weg hinter dem Wasserfall. Boah.
Da ist ein Foggate. Fog, fog. Und jetzt hier lang? Da spielt es wieder in die Untotenhöhle rein, oder was? Ah. Hallo? Hallo? Ja, ich meine. Da steht jemand. Ein Skelett, mehrere Skelette, ganz viele Skelette und noch ein Untotenbeschwörer. Ach ja, und ich habe noch die Aufhellung oben. So. Dann jetzt schnell zum Beschwörer. Wo ist er denn? Da drüben. Ach, der ist jetzt da drüben, willst du mich verarschen? Ey, Kollege, komm hier rüber! Naja, der wird nicht rüberkommen, man kann schließlich schießen. Nee, guck mal, jetzt teleportiert er sich, oder? Nee, jetzt fängt er an zu schießen. Er belebt die Viecher erst wieder. Und zwar alle auf einmal. Hilfe! Ey, super! Nein! Nein! Stirb! Nein! Oh. Das Ding ist durch die... Moment, das ist ein... Ist das ein scheiß Teil? Wie lange verfolgt das einen? Hast du gesehen, ich bin ein Zickzack gelaufen, das Ding ist mir einfach perfekt hinterher in den Gang rein. Ja. So eine Technologie hätten die Amis auch gerne. Ja, scheiße. Ach kack, wenn ich doch mal erstmal zurückgegangen hätte, das Bonefire aktiviert. Naja. Du musst dann nochmal den Weg laufen. Du kannst doch nochmal runterspringen versuchen. Falls man mein verächtliches Schnauben gerade nicht gehört hat, ich habe verächtlich geschnaubt. Ach, wahrscheinlich komme ich gar nicht erst da an. Das kann natürlich auch sein. Das ist aber auch nicht weiter wild. Auf den kleinen Bildschirm können wir mal gucken. Cool. Siehst du das? Nee, das war... Nee, ich gucke jetzt nicht. Da, wie das um die Steinecke herumfliegt. Ist das bescheuert. Scheißteil. Ist viel. Na egal, ist egal. Der 9000 Seelen. Denk an den Schmetterling oben. Ja, guck, aber hier guckt er natürlich in meine Richtung. Welche Überraschung. Ach, der war jetzt nicht ganz so stark. Der ging ja noch. Die anderen Viecher, die von den Türmen runtergesprungen sind, die waren ja gemein. Ja, allerdings mit ihren scheiß Sensen und Peitschen und... Ja. Der ging ja noch. Der Miraculous-Kohle. Irgendwie will er nicht, ne? Jedenfalls, er will nicht so wie wir. So. Ja. Oh, hast du das? Ah, Säule eines Namenlosen. Sie ist jetzt ein namenloser Soldat. Ja. Was kann uns rechts oben, stopp. Rechts oben, der Schmetterling. Also, jetzt links, ja, so. Da. Nenn ich das, ich bin ja nett und lass dich jetzt nicht gleich wieder in deinen Gift. Ja gut, also wir standen ja auch schon mehrfach drinnen und irgendwie so richtig. Naja, aber nur ganz kurz. Und das, naja, du musst ein bisschen weiter nach links laufen. Laufen, nach links laufen. Du kannst natürlich einfach versuchen, mal gucken, was passiert. Und tschüss. Und dass dir jedes Mal aufgefallen, immer dieses Gift muss, ne? Ja, das ist ein schlechtes Zeichen. Naja, aber ist also schon mal gut, wenn wir irgendwas brauchen, können wir es hier farmen von den Schmetterlingen. Müssen halt nur ein paar Pfeile mal kaufen. Das kannst du dir natürlich entscheiden, willst du unsere 9000 Seelen wiederholen? Willst du denselben Weg gehen oder willst du einen anderen Weg? Au. Ich werde versuchen, erstmal bei der Höhle anzukommen und dann werde ich links. Also bei mir spiegelt es gerade schon echt heftig. Echt? Also ich habe ich habe mitten da, wo meine Spielfigur ist, habe ich so einen fetten Sonnenbalken. Vorm. Aber noch weiter runter geht nicht. Nee, geht nicht. Ich, man hat ein bisschen, ja. Aber man hat leider immer so ein, naja, so ein Stück weit. Also bei mir spielt es sich besser im Winter als im Sommer. Also es geht jetzt, mal jetzt geht's ja. So einen leichten Schein habe ich auch, aber halt nur weiter rechts. So, jetzt gucken wir mal, ob das hier die... Bist du sagen, ja. Ja, gut. So, dann haben wir schon mal einen kurzen. Hey du! Wir setzen uns hier erstmal ran, dann sprechen wir mit dir. Der Untotenkerker. Wer bist du? Ein Untoter. Who are you? Graumen. I thought you were that bastard for a moment. Welcher Bastard? Ich bin nur was vorbeigekommen. Now I can find him. Wer ist es denn?
A cheeky prick. He won't know what hit him. Von wem sprichst du denn? Vielleicht können wir dir ja helfen. Ist das vielleicht der von Pate? Ach, von dem ich erzählt habe? Hm. Weiß nicht, sprechen wir mal an. I am Crichton of Mira. I travel from land to hone my blade. Aha, interessant. I've heard this land was full of danger. I thought it would suit me perfectly. Und was ist schiefgegangen? I joined forces with a man on the way. But he was no more than a backstabbing knife. Es hört sich schon nach Pate an, ja. He took the first chance he had to try and off me. Ja, gut, dass wir ihn damals umgebracht haben, wenn es dann jetzt ist. I decided to set a trap for him here. But then I got trapped myself. Das ist doof. Scheint aber auch nicht der hellste zu sein hier. Nee. So dense. Thank the stars that you came along. Ja, kein Problem. Kriegen wir's? You be careful. Ha! Pite. Pite? Pite, okay. He wears this rather unusual ring. You know it. Ja, den Dornring halt, aber der war jetzt nämlich so. I've seen this type before. He kills entirely for the pleasure of it. Wahrscheinlich war das mit dieser Tür, die runtergegangen ist, hat er die runtergemacht, anstatt dass es automatisch runtergeht. Kein Das muss sein letztes Opfer sein. Ja. Er ist tot, Kumpel, er ist tot. Ja, der ist tot. Beleidigte Ratten. Wir sind ja hier. Hey, wir sind Rattensoldat. Hallo. Also. Ist ja, also. Das haben wir schon gemacht. Jetzt ist natürlich die Frage. Also, wir hatten. Wir hatten nämlich gelesen, nachdem wir Pate umgebracht haben, oder so, du hast gelesen, dass das schon eine Questreihe war. Und zwar. Dass man irgendwann einen Typen trifft, der ihn verraten hat, oder den er verraten hat. Genau. Das ist dann wohl der. Genau. Da wir die Questreihe jetzt nicht mehr beenden können, ist die Frage, kloppen wir den jetzt um? Ich weiß nicht, ob wir sie nicht beenden können, weil irgendwann später stand dort, ist es halt eigentlich an einer Stelle so, dass es einen Raum gibt und davor prügeln sich zwei Leute, nämlich der Pate und er. Mhm. Und dann kann man sich halt entscheiden, wem man von beiden hilft, also sprich, dass man einen von beiden umbringt. Und dann kommt man halt in den Raum erst, da man von ihnen den Schlüssel erst dann bekommt, und dann kriegt man das, was dort in den Raum ist, in den Truhen. Mhm. Ich weiß jetzt nicht, ob dadurch, dass wir den Pate jetzt schon getötet haben, die Questreihe nicht mehr geht, oder ob es noch funktioniert. Also ich würde ihn noch am Leben lassen. Also verschonen wir ihn und schauen mal, wie das Ganze ausgeht. Genau. Leg du mich erstmal den Skeletten an. So, ich bin wieder da, wo ich schon einmal war. Jetzt auch gestärkt mit einem schönen Streitkolben. Bravo, bravo, Rock. Da. Nicht zu viel Zeit verlieren. Auch ruck. So. Ach so, warte mal. Sind die weg, die Beschwörer, wenn man sie einmal hat? Achso, ist das was hier? Also war es ja in Dark Souls schließlich auch. Achso, ich weiß nicht, wie zu tun. Das scheint bis jetzt noch nicht da zu sein. So. Gut, wenn er da ist, dann schlecht für mich. So, ich gehe jetzt diesen. Ah, schau mal. Weg. Hier kann man später dann eine Abkürzung. Ah ja, erschaffen. Man muss also sogar außen rum. Warte mal. Nee, das sieht sehr. Das sieht sehr, sehr tief aus. Nee, du musst jetzt rechts in den Weg, den ich gegangen bin, da vorne. Da. Okay. Genau. Also Scheiner, die Totenschwörer, okay. Wirklich, wenn sie einen tötet, sind sie tot. Einmal tötet tot, ja. Gut, dass das mit dem eigenen Helden nichts ist. Ja. Wie ich ja schon mal anmerkte, war das ja mal die Grundidee für. Autsch. Oh, du hast nicht getroffen. Ha! Ja, war das ja mal die Grundidee für Demon's Souls ursprünglich. Ja. Wenn man tot ist, ist man tot. Aber ich sagen muss, würde ich, hätte ich wahrscheinlich auch mal gespielt, so das Versuchen. Wenn man einmal tot ist. Ja, also versucht hätte ich es mal, aber also da, die haben ja so arschige Levels da gemacht. Das stimmt wohl. Ich meine, bei Demon's Souls wäre es vielleicht sogar noch gegangen, weil es nicht so lang ist. So arg lang. Aber jetzt in diesen 50-Stunden-Brocken hier. Oh, nee. Oh, was ist das mit. Nee. Sah aus, als wäre da noch eine. Ein Eingang. Noch ein Eingang. Das hat dir das schon mal erstmal leicht gemacht, weil nämlich der Typ ja tot ist. Und du kannst ja wunderbar jetzt durchwandern, ohne dass irgendeine Invasion kommt. Ja, wobei der jetzt nicht so ja, super... Ja, so mega stark. So. ...gefährlich wirkte. So. Na dann jetzt rechts. So, also da haben wir dann noch ein Fockgate. Genau. Aber... Ja gut, warte mal, dann... Wo kommt der denn her?
Hat er sich von hinten angeschlichen, der Arsch? Schweinepriester. Gibt's aber nicht. Na, geh doch kurz in die Höhle ja. Und, Naja, ich wollte einfach nur mir hier irgendwas zum Werfen. Zum schnellen. Hab ich schon ausgerüstet. Ach so. Gut. Warte mal, ich mach mal hier noch die. Zack, die normalen. Mhm. Weil damit wir den schnell, wenn wir die Skelette beseitigt haben, schnell ein paar Wurfmesser. Und wenn er da nicht von seiner kleinen Insel runterkommt, dass er gleich wieder tot ist. Angedeihen lassen können. Dann lass ihn erstmal da so ein bisschen in diesen Gang, war ja gar nicht mal so schlecht. Ach guck mal, warte mal, ich glaube von links kommt auf die Insel besser raus, oder? Ja, es kann auch sein, dass man springen kann, das. Er hat's glaube ich schon wieder belebt, oder? Ah ne, Vorsicht, Kugel! Hm. Ah! Wow, 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 wow. Denk an, der Ding, verfolgt dich wirklich komplett. Ja. Okay. So, direkt hinter dir sind die Seen. Ja, aber ich will den. Oder kommt man. Nee, ah, man kommt. Nee. Ah, egal, er ist tot. So, hat er es noch geschafft? Nee. Nee, die Skelette sind. So. So, okay. Phew, dann können gut. Wir das Ganze jetzt hier etwas entspannter. Kettenbrecher, ach, das kennen wir ja schon. So, also dann noch die Seelen aufnehmen. So. Und guck mal, da ist dieser Gegenstand, den wir von außen gesehen haben. Verbrennung und Titanitscherbe. Ah, Verbrennung ist. Nee, Verbrennung. Verbrennung ist, um die Pyromantieflamme zu verstärken, oder? Mhm. Nee, Verbrennung ist dieses. Wo du aus nächster Nähe nur diese Flamme aus der Hand machst. Ach, ist ein Zauber, okay. Weil man muss ja auch jetzt irgendwie Kollege! Naja, egal. So. Was haben wir hier? Okay, also oder das hier scheint, also wenn ich es jetzt nicht falsch sehe, war das hier alles. Naja, jetzt sind wir hier. Aber es ist ja offenbar relativ optional, oder? Da ist jetzt alles abgeschlossen. Das ist ja ist optional. Das heißt, ach sie, hier kann man jetzt einfach dann schneller zum Tor durchrennen. Ja, ja. Ja gut, dann gehe ich jetzt zu dem Tor. Also probier das Fockgeld. Ich meine, ja, ich habe 11.000 Seelen, aber es ist jetzt auch mittlerweile in Anführungszeichen nur noch ein Level. Ja. Huch. Ja, Dark Souls schummelt. Also wir wissen ja schon, dass es nicht das Spiel mit der besten Technik ist. Deshalb tauchen Gegner auch gerne mal erst wieder auf, wenn man. Sah aber sehr nicht aus. Haben sie einfach kurz erhoben, sind wir runtergefallen. Alright. Dann. Na gut. Dann würde ich sagen, in der nächsten Folge. Grauton gegen das, was auch immer hinter diesem Nebel wartet. Ja. Dann also bis zum nächsten Mal, euer The Ramen und euer Gauton. Ciao. Ciao.